Ich werde vermutlich so unglaublich in dieser Lobby verkacken, dass es nicht mehr feierlich ist. Egal, wir werden es einfach mal probieren. Wenn ich verkacke, ist es ja um... Moment mal. Was zum Teufel? Was macht ihr da? Geht ins Battle, Mann. Ah, naja, okay. Einfach mal kurz ein bisschen hardscopen. Ich wusste es, da kommen doch schon die ersten. Und Virox Beast. Das meine ich. Im letzten Video habe ich das ja erwähnt, wie ich so komische Leute hasse, die einfach so heißen. Weil die so einfallslos sind. Das war jetzt nicht unbedingt im letzten Video, aber in einem von den letzten Videos. Da habe ich mich darüber so ein bisschen beschwert, dass sie sich alle Beast nennen oder Toxic oder ich weiß nicht was. Ich habe mir auf jeden Fall was bei meinem Namen gedacht, okay? Ich habe mir was bei meinem Namen wirklich gedacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, aber ich glaube, ich erzähle euch heute einfach mal, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. So richtig dumme Geschichte eigentlich. Und zwar hatte ich eigentlich explizit vor, mit YouTube zu starten. Irgendwann mal, ich weiß nicht wie, aber ich hatte einfach noch nichts, womit ich YouTube so starten konnte. Wisst ihr, was ich meine? Und naja, das erste, was ich mir gedacht habe, war, ich brauche einen Namen. Und als Name habe ich mir dann irgendwas gedacht. Irgendwas, was sich die Leute merken können. Und ich muss sagen, das mit dem Merken hat, glaube ich, sogar ganz gut funktioniert. Ich meine, ich glaube, jeder von euch kann sich meinen Namen gut merken. Ach, es macht so Spaß, gegen solche Menschen zu spielen. Ohne Witz. Ah. Hallo, ich bin, weiß ich nicht was, fickt euch, ich bin raus, ohne Scheiß, Mann. Sie sitzen den ganzen Tag da und haben nichts Besseres zu tun als... Ja gut, wir spielen heute einfach mal Bodenkrieg. Wo war ich stehen geblieben? Genau, mein Name, wie ich den bekommen habe. Und das war eigentlich so eine miese Zufallssituation. Und zwar, ich saß ganz normal vor dem PC und habe irgendein Video geguckt. Ich weiß nicht mehr, was für ein Video. Ich glaube, es war sogar damals von irgendeinem Ami-YouTuber. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der einen ziemlich coolen Namen. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir gedacht habe, ich brauche auch so einen coolen Namen. Ich muss irgendwie mindestens genauso cool heißen. Mindestens. Und ich meine, ich habe es ja irgendwie geschafft, oder? Nein, okay, aber ich habe mir dann so überlegt, was kann ich jetzt machen, was sich die Leute merken können und was sogar noch ziemlich cool aussieht. Fuck! Es war so eine Möglichkeit gerade da. So, ich habe mir dann auf jeden Fall gedacht, ich will ja irgendwas mit Gaming machen, weil Gaming ist ziemlich geil und macht ziemlich viel Spaß. Und da musste ich irgendwas in den Namen auch noch mit Gaming einbringen, ja? Fick dich! Da habe ich mir auf jeden Fall überlegt, mache ich doch irgendwas mit Pixel. Vielleicht merkt ihr es schon. Pix? Ja. Auf jeden Fall wollte ich irgendwas mit Pixel machen. Also Pixel, irgendwas, das hatte irgendwie mit Gaming zu tun. Ich habe zu der Zeit, wo ich meinen Namen erfunden habe, quasi das Wort Lappen gefeiert. Das war ja irgendwie von Julians Blog ganz groß rausgebracht worden, das Wort wirklich so, also Lappen. Und ich dachte mir, Lappen und Pixel, ja? Merkt ihr schon? Lappix. So, auf jeden Fall ist dann Lapp. Das ist schon mal die erste Silbe gewesen. Aber ich wollte mehr. Ich wollte irgendwas anderes. Und zwar sah das mit Pix am Ende, also mit X, meine ich. Mit X sah das am Ende irgendwie nicht so geil aus. Deshalb habe ich mir gedacht, CK, weil X und Lapix ist ja irgendwie genau das gleiche. Es ist ja irgendwie genau das gleiche, so wirklich. Und da dachte ich mir, mache ich einfach Lapix mit CK und S. Mit S sah es dann aber irgendwie auch scheiße aus. Und da dachte ich mir, ach fuck it, Z. Mit einem Z sah es dann aber auch irgendwie scheiße aus. Und so wurden es zwei Zs. Und so komme ich auf meinen behinderten Kacknamen. Ich habe mehrere Male überlegt, ob ich vielleicht den Namen wechseln soll, wegen den Zs. Aber ich finde, auch wenn Z so total scheiße sind irgendwie, fuck it, ich nehme es einfach. Zs! Das muss ja voll der Pro sein. Der denkt bestimmt, der wäre voll cool. Aber eigentlich bin ich genau das Gegenteil. Ich denke eigentlich überhaupt nicht, dass ich irgendwie mieser Pro bin oder extremst gut oder was weiß ich. Ich finde einfach nur, dass der Name unten im Kefi zum Beispiel auch ganz okay aussieht. Oh, kleiner Triple Feed right there. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass ich das Video schon mal gemacht habe. Aber vielleicht ist hier der eine oder andere von euch noch nicht da gewesen und hat das noch nicht gesehen. Ich meine, ich habe das schon gesagt oder so. Digga, wenn ihr... Ja, ist ja auch eigentlich auch völlig egal. Ich habe es euch jetzt nochmal erzählt und gut, ist jetzt auch egal. Okay, ich glaube, das soll es auch für heute dann gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Nicht wundern, warum ich das gleiche Shirt dann habe wie in anderen Videos. Ich nehme es wahrscheinlich gerade direkt danach auf. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Macht euch bereit auch fürs Internet dabei. 3, 2, 1.